Es ist sehr spannend, weil natürlich Schauspieler sind ja teilweise gezwungen laut Vertrag. Also sie spielen bei Herrn X, Frau Y, in der Inszenierung spielen sie die und die Rolle. Und das egal, ob modern oder Faust. So, hier ist es ja auch teilweise gezwungen durch den Unterricht, darstellendes Spiel. Aber sie hatten alle Möglichkeiten, wenn einer gesagt hätte, nee, wir wollen nicht spielen oder wir wollen nicht schreiben, hätten wir ihn auch nicht zwingen können. Ja, weil das kann nicht jeder. Deswegen bin ich sehr erstaunt, dass alle einen Riesensprung gemacht haben. Also vom ersten Kennenlernen, über Textschreiben, über Improvisieren bis hin, was wir heute Abend hier sehen werden im später Theater. Das ist phänomenal. Verbeugen, alle zusammen verbeugen, Lippen schließen. So, und jetzt macht ihr, nee, das war genau die falsche Aussage. Jetzt machst du dir auf. Und jetzt komme ich ganz alleine. Und sagen dann, leider sind die anderen, leider konnten die nicht kommen. Die Generalprobe war fast schon zu gut. Das ist immer gefährlich. Eigentlich soll in der Generalprobe schlecht sein, damit die Premiere gut ist. Aber jedenfalls haben sie ungeheuer, was ich vorhin schon sagte, ungeheuer zugelegt, was Art und Weise des professionellen Umgangs mit Text, mit Körperlichkeit, ja, es wird immer schneller, die Umbauten werden immer schneller, also eigentlich sind alle ganz entspannt. Nun aber sollte es richtig losgehen. 18 Uhr sollte der Vorhang zur Premiere gelüftet werden. Das Haus war ausverkauft und Maßnahmen zur Bekämpfung von Nervosität blieben nicht aus. Okay. Warum wir jetzt ein bisschen leise gesprochen haben, war, weil jetzt gerade die Vorwärmung ist, man kann ja mal kurz einen Schwenk machen. Ne? Die dient jetzt eigentlich wozu? Das ist ein Warmmachen, was man auch als professioneller Schauspieler macht, um einfach den Alltag draußen vor der Tür zu lassen, um einfach auf Bühnentemperatur zu kommen, also den Körper geschmeidig zu machen, dass man jetzt nicht, dass man sich bewusst wird, dass man hier auf der Bühne ist und nicht irgendwo im Café, irgendwo im Zentrum von Schwedt, sondern einfach so doch schon was darstellen sollte. Und vor allen Dingen, wenn Zuschauer da sind, dass man auch eine körperliche Präsenz zeigt. Mit den Worten von Bob dem Baumeister schien die Vorstellung ein voller Erfolg zu werden. Wurde sie auch. Mehr von
Traumstück wollten wir euch allerdings nicht zeigen. Schließlich sollt ihr euren Po selber ins Theater bzw. zu einer der nächsten Vorstellungen bewegen. Die Möglichkeit habt ihr unter anderem an den diesjährigen Schultheatertagen. Es kann weder jung noch alt schaden, sich einmal aufzeigen zu lassen, wie man eigentlich ist und in was für einer Gesellschaft man lebt. Noch während die Danksagungen auf der Bühne vonstatten gingen, verzogen wir uns nach draußen, um ein paar Meinungen abzufangen. Ja, da drin läuft nämlich gerade die Zugabe von der Premiere von den Ausgestoßenen. Und wir sind jetzt schon mal draußen, weil wir halt gleich mal hier ein bisschen einfangen wollen, wie die Leute gefallen haben, ne? Ob der Kabarett hier in Schwedt anmacht. Ja, hör mal hin. Scheint gut anzukommen, ne? Müssen wir mal schauen. Da kommen wir noch. Hallo! Du möchtest bestimmt deine Meinung abgeben zum eben vorgeführten Stück. Ja, also am Anfang fand ich es bei dem Stück ein bisschen schwierig, den Grundgedanken und die Idee, die überhaupt dahinter steckt, herauszufinden. Ja, gleich nochmal gucken. Gleich nochmal gucken. Am Dienstag, ja. Am Dienstag. Ja. Oh mein Gott, ja, siehst du, am Dienstag, gleich nochmal gucken. Ja gut, dann weiter. Wie fanden wir denn? Na super. War super? Ein Mann. Aber halt in Schwedt, ist das geil? Ja. Junge Menschen, die haben ja sonst damit nicht viel zu tun. Und das haben wir jetzt auf die Beine gestellt, ganz alleine. Unglaubwürdig, oder? Ich finde es ganz toll. Vielleicht mal deine Meinung kurz abgeben zum Stück? Ja, war eigentlich nicht schlecht. Ja, hört sich so ein bisschen... Schlafen? Nee. Gut. Ich fand auch die musikalische Untermalung immer sehr passend. Was am besten? Kann ich eigentlich so nicht sagen. Hat er jedes was für sich und also haben sie ganz toll gemacht, die jungen Leute. Gab's was zu hart war vielleicht? Nein. Nicht. Gut, das ist immer schön zu hören. Gut, danke schön. Wie war es denn gewesen? Sehr schön, sehr lustig. Was hat dir am besten gefallen? Die Lieder natürlich. Die Lieder, also vom innerlichen Anspruch vielleicht da? Ja, würde man vielleicht nicht von den Jugendlichen so erwarten, so mit Politik sich auseinanderzusetzen, aber hat mich doch überzeugt, ja. Also das Lied war gut, also das fand ich auch am besten. Das Schwedlied? Genau. Müssen wir zur neuen Schweder Nationalhymne praktisch erklären? Ja, vielleicht. Ich frag mal den Bürgermeister, mal gucken, was der dazu sagt. Genau. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut wird, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt wieder Achtung vor unserer Jugend. Jetzt erst wieder? Naja, man sieht es ja sonst immer ein bisschen anders auf den Straßen. Ne? Ja, ich fand es gut, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen sich hier engagiert haben und gezeigt haben, dass in unserer Jugend viel mehr steckt, als oft gesagt wird. Das muss ich so stehen lassen. Das war schön. Und damit also ein bisschen vielleicht zu viel Gehacke auf die älteren Menschen. Hier ist gerade die Backstage-Party. Die trinken alle Alkohol. Da ist gerade eine Ansprache, ich störe gerade nicht. Wie war denn jetzt die Premiere? War geil. Wirklich geil. Ja. Jetzt muss ich erstmal zum Polz hier, der ist wichtiger. Okay? Ja, okay. Herr Bürgermeister, war ja quasi Ihre Stadt gewesen, über die hergezogen worden ist. Was sagen Sie denn dazu? Das ist Kabarett und Kabarett muss man anders beurteilen. Wichtig ist, dass sich die jungen Menschen auseinandersetzen mit ihrer Stadt und dass manches überzogen ist, werden sie schon später merken, wenn sie andere Gegenden dieser Republik mal kennenlernen und wieder an so ein bisschen Heimat zurückdenken. War es denn gut getroffen von den Schülern teilweise? Ich denke schon, sie haben sich viel Mühe gemacht, sie haben viel reflektiert und vor allen Dingen das ganze Programm hat ja die ganze Weltpolitik auf die Schippe genommen und das muss man ja ein bisschen einordnen. Können wir den Schwedsong jetzt als neue Stadthymne vielleicht etablieren? Na, zumindest den Rhythmus finde ich ganz gut, am Text würde ich noch ein bisschen dran drehen. Okay, gut, danke schön. Noch irgendwas abschließen? Wollen Sie sich vielleicht bedanken bei den Schülern? Die wissen das jetzt nicht. Jetzt zeigen wir dann los. Im Fernsehen. Natürlich. Ihr wart einfach großartig. Wir müssen jetzt eh Schluss machen, weil dicht ist aus, ne? Ihr wart einfach großartig.